Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part hier zu Let's Play Hearts of Iron 4. An meiner Seite einmal der Hardrocks, Dena und Unterlutz. Moin. Hallo. Hallo. Genau, im vorigen Part haben wir hier Skandinavien großen Erfolg gehabt. Ich sehe gerade, Götland ist noch schwedisch. Da werden wir auch gleich damit noch landen, wenn das alles so hinhaut. Und ja, gucken wir mal. Nehmen wir einfach jetzt mal probehalber. Einfach mal zwei Infanteriedivisionen raus. Fangen wir die mal hier hin. In einer Hafen ist das nur. Das ist eher suboptimal. Gehen wir nach Stockholm, da wird ein großer Hafen sein. So, dann nehmen wir die beiden Divisionen hier. Plant er das jetzt? Scheint so. 7 Tage noch erforderlich dafür. Ein bisschen ärgerlich mit Gibraltar, ne? Da hätten wir hier im Mittelmeer endlich mal unsere Ruhe. Boah, da draußen sind einfach mal 49, 44 Schiffe von den Amerikanern, 9 U-Boote von Argentinien. Wo? Gibraltar? Ja, ich glaube, jetzt sind die U-Boote versenkt worden, ne? Ne, meine U-Boote, die fahren so, ja, von zwischen Spanien und Grönland rum, um ein bisschen da England abzukappen. Ja, alles klar. Weil die halt in der Karibik die ganze Zeit versenkt wurden. Ah, nice. Okay. So, jetzt ist Südamerika befreit. Eine Barbarei? Sehr gut. Und jetzt gegen Panama wahrscheinlich. Fingier schon. Ja, die kommen schon. In 2 Wochen circa. 100% demokratisch. Nicht mehr lange. Harmodio Arias Madrid heißt der Präsident. Ah, und du landest jetzt auf der Galapagos-Inseln. Der Venezolaner nämlich auch. Alter, der ballert hier so viele Truppen unten hin, ne? So, warum fahren die jetzt nicht los? Fragt man sich. Kurz dran gelegen. Ja, ich verstehe das überhaupt nicht, warum die da jetzt nicht losfahren. Die haben doch ihre 6 Transporter da. Na komm, hü. Der Russe, der dehnt sich auch ganz schön eklig aus, ne? Ja, auch also in Persien. Wenn ich sehe, was der alles so in der Türkei hat, ne? Dann habe ich ein bisschen Schiss. Ja, der hat auf jeden Fall kein Industrieproblem. Aber wenn man sich das anguckt, was an der Ostfront. Alter, was macht er denn jetzt? Wie sie stehen hat. Wo jetzt? Ey, der. Ist der Russe mit Irak im Krieg? Iran, ja. Ja, der jetzt bei den Alliierten ist. Der ist auch mit den Alliierten im Krieg. Das finde ich jetzt nicht mehr witzig.
Stimmt, der handelt ja auch gar nicht. Ja, deswegen marschiere ich ja unten an der Küste längs. Nicht, dass er noch irgendwie völlig austickt hier mit welchen Schiffen dann später noch mal Afrika oder so ein Scheiß. Komm nur zu die Galapagos-Inseln. Wie hast du die da jetzt rübergekriegt, frage ich mich. Warum fahren deine da hin und meine fahren nirgends hin, nicht nach Götland da? Der Hafen hat 5, das sollte ja für zwei Divisionen reichen. Genau, du musst eine Frontlinie machen, dann verteilen sich deine Soldaten automatisch an der russischen Grenze. Eine Frontlinie gemacht, bloß die ziehen jetzt alle zu dieser Frontlinie, die ich als erstes gemacht habe. Weil da stehen nämlich hier so viele auf dem Haufen. Ja, weil ich die ganze Zeit denen sage, sie sollen da wieder hinlatschen. Zwei Frontlinien kann man ja nicht haben, oder? Ganz, ganz viele Frontlinien mit einer Armee machen. Kannst so viele machen, wie du willst. Bringt dann nichts da anzugreifen. Gott. Nur Artillerie haben wir jetzt, bessere. Werden wir auch mal bessere produzieren. Fortschrittliche Artillerie. Panzergrenadiere. Hier nochmal deren Zusammensetzung. Ah. Gut. So, meine gleichen Kreuzer schicke ich jetzt mal ins Arabische Meer. Den krieg ich dann nicht rausgehauen, ne? Und den Afghanen da. Perser. Ja, findet läuft. Könnte El Salvador in die Achse einladen. Ja, mach. Rein. Ist ja nur so ein kleines Land, ne? Ja, egal. Wo ist denn das? Das sind zwei Provinzen. Ach, da. Die haben 16 Divisionen. Ja, soll ich zu den Waffen rufen? Nee, noch nicht. Nee, die werden direkt kaputt gebombt da vom Ami. Panama direkt weg. Boah, der Panama-Kanal, ja. Der hatte nur eine Division, glaube ich, ne? Na lange. Hartwitz, aber greif mal bitte mit die Hauptstadt an. Jo, der Panama-Kanal ist unser.
Ja, Niederlande ist der Ami gelandet, also jetzt bei dir da, die Die niederländische Hauptstadt? Kolonie in Suriname. Ja, das weiß ich auch nicht. Das. Oh, als habe ich da oben eine Einheit wurde eingekesselt von mir. Scheiße. Ja, die sind richtig zäh, die Hunde, Mann. Gebirgsjäger wären hier unten ein bisschen geiler gewesen. Boah. Okay. Ich nehme mal schnell die letzten Provinzen. Denon, Ja. hast du noch irgendwie so ein Kriegsschiff? Das musst du Ja, mal habe ich. vor Oman, musst du das mal Konvoiabfang machen. Habe ich eben gemacht. Ich hatte eben eine Seeschlacht gegen 43 philippinische Konvois und so ein Scheiß. Und ein paar ein bisschen persische und all so ein Scheiß. Da waren eben alle auf dem Haufen. Habe sogar zwei Kreuzer, schwere. Die alle runter. Also die können sich hier richtig gut leveln. Meine sind jetzt schon auf Veteran. Oh, Kacke, ey. Der Russe, der dehnt sich übertrieben weit aus, ne? Der hat jetzt komplett Afghanistan umschlungen. Das wird ein richtig ekliger Krieg. Oh ja, ich krieg die da endlich weg. Belgien ist aber hat auch jetzt schon wieder eine neue Hauptstadt und in Afrika, ne? Oha, das könnte lustig werden gegen Russen. Der Russe, das ist eine Hausnummer für sich. Aber der Ami ist jetzt auch gerade wieder in Kräfte Brasilien vergleicht. gelandet, ne? Also Finnland ist gleich down. Hast du den Krieg, ne? Gegen Russen oder was? Oder wie machen wir das dann? Naja, das Land habe ich besetzt im Krieg dann. Kriegsfalle. Prozent hat Saudi-Arabien. Faschistisch.
reicht leider nicht. Jo, ich habe richtig viele Kriegsgefangene gerade gemacht. Könnte man nicht auch Saudi-Arabien noch irgendwie einladen? Ne, dafür haben wir noch zu wenig. Wie viel braucht man? Ja, locker über 50. Also 50 ist ausreichend. Und ja, sonst, sonst macht doch mal Popularitätssteigerung. Aber die haben nicht viele Truppen, das ist ja das. Kann ich machen. Ja, aber es hilft uns gegen Russen. Die haben 7 Divisionen oder so. Unser nächster EM-Gegner ist Frankreich, moin. Ehrlich. Actually. Leider mit hier, von wegen schade mit Island. Alter, wie viele Länder schon bei den Alliierten sind im Krieg gegen uns? Auch nicht, ja. Oh, Finn ist auch weg. Ja, das stimmt sogar wirklich, die brauchen das echt. Wir könnten noch Konvois rumschwimmen. Costa Rica. Unten könnten die. Ich könnte Dominikanische Republik einladen. Ja, mach. Nein, dass die faschistisch sind, ist frech. Auf einmal, die kranzig auf einmal, dreht Haiti. Ja, wollte ich gerade sagen. Und die dreht Überfall. Oh oh. Marschiert der Russe da oben auch noch ein, ey, ich krieg den Kotz. Marschiert so Indien, ey. Ich hab kaum noch Gummi, beziehungsweise fehlt mir richtig viel Gummi. Mir fehlt jetzt noch, ich hab jetzt noch 6 von Hard Rocks geholt, 21. Im Japaner kann ich noch ein bisschen was holen. Immer noch 6 Gummi. Costa Rica hat kapituliert. Sehr gut. Mensch, das war ein Feldzug, wa? Jetzt holt's in Nicaragua. Und so weiter. Aber ich würde vor Mexiko erstmal noch warten, wenn ich ehrlich bin. Weil dann kommt der Ami zu dir, dann würde ich mir erstmal die ganzen Inseln und so ja, klar. holen. So, Argentinien magst du in Afrika eben mit angreifen. Galapagos-Insel nimmst du auch ein, sehe ich gerade. Aber der Ami holt sich da die ganzen Kolonien zurück. In Afrika wo? In Belgien. Oh, okay. Also da, ne, wird dabei Belgien. Ja, ich habe das jetzt so geplant, dass ich jetzt quasi so den ganzen Rest da über Panama gebe ich alles El Salvador. Erstmal auch. Warum landen denn meine Einheiten jetzt nicht? Ich verstehe das echt nicht. Und jetzt aber die ganze Armee. So, und ihr sollt alle hier landen. Da. Na da. Also ich schneide mal lieber Indien ab, bevor der Russe dann noch mehr Gebiet sich holt. Weil dann bin ich vorne nämlich immer größer. Was macht ein Brasilianer hier? Ich bin hingeschickt, weil das Klima hier ähnlich ist. Forscht übrigens gerade Panther und Tiger Ausführung B als Königstiger. Das ist gut. Hä, warum ist denn Costa Rica wieder da? Hab ich mich ja auch gerade gefragt. Kontrolliert durch El Salvador? Das passiert, wenn man minderwertige Leute für sich arbeiten lässt. Weißt du, gibt's denn das Gebiet? 2 Sekunden später haben die es verloren. Eigentümer ist aber El Salvador, oder? Ja, ich hatte denen das eigentlich gegeben, aber vielleicht hat die irgendwie einen Aufstand oder so. Achso.
Okay. Die haben auch alle Truppen. Ne, wo sind denn Truppen hin? Die hat nur noch 16 Divisionen. Sind total unfähig jetzt. Wenn der Gegner sich mal so gut verkrümmeln könnte, ne? Das wäre toll. So viele U-Boote. Eine Seeschlacht gegen U-Boote. Lutz, jetzt erklärst du mir mal, wie man hundertprozentig landet. Ja, du brauchst Schiffe halt und die müssen halt in allen Gebieten, wo du durchfährst und wo du dann willst, patrouillieren. In den Seegebieten. Also irgendein scheiß Kriegsschiff. Kann ich denn P Patrouille bestimmen, wo die fahren soll? Ja. Ja, einfach in der Seeregion da. Ach so. Gut, die gebe ich jetzt mal kalt. Nee, egal. Haben wir jetzt so lange kurz ihn. Patrouille. So, jetzt haben die da eine Patrouille in dem Meer, in dem Meer, Ostsee. So, jetzt müssen die losfahren, oder was? Ja. Ja, passiert nichts. Brauche ich aber 104 Konvois für so viele. Brechen wir eben ab. Ohne Momento. Ich nehme einfach mal drei Divisionen, so. Ihr sollt von Stockholm nach Gotland. Enter. So, genau. 12 Konvois, das haben sie. 10 Tage noch Planung. Schauen wir mal. Oh ja, ich habe einen schweren Kreuzer. Hä? Ach so, du hast Haiti den Krieg. Ach, für Dings, für. Aber Ja. Dominikanische Republik ist gar nicht im Krieg mit drin. Soll ich die reinholen? Ja. El Salvador auch? Nee, noch nicht. Jo, sind dabei. Ich glaube, die werden jetzt, oder? Weil die haben irgendwie ihre ganzen Truppen nicht auf der Insel. Ach, egal. Jetzt kannst du El Salvador reinholen. Ach du Scheiße, da kommt, ist eine Riesenflotte im Dings. Mittelmeer von der Amerikaner. Irland ist den Alliierten beigetreten. Ja, was soll's. Sind aber Transporter oder nicht? So, jetzt landet da immer noch Nein, nichts. das waren Kriegsschiffe. Alles Kriegsschiffe mit Was soll Flugzeugträgern, sowas? vier Stück und Warum all dem landen die da Scheiß. nicht? Diesem Befehl zugeordnete Division, Armee 13. Einmal diese zwei
drei, also einmal Vichy-Frankreich, eine Division, Slowakei und Deutsches Reich. So. Durchschnittliche Organisation 100, durchschnittliche Stärke 99. Ich habe da was am Patrouillieren. Und SCG-Monsters zum Ausgewählten, bla bla bla. Ja, da ist die Frage jetzt trotzdem immer noch, warum geht der Scheiß nicht? Die eine Flotte habe ich ins Meer gejagt. Also eine hängt da draußen irgendwie. Wie was kämpfen die denn hier die ganze Zeit? U-Boote? Polnische. Die Polen wieder. Ich kriege jetzt schon richtig hochtechnologisierte Einheiten, so Panzergrenadiere und so ein Scheiß. Wer? Ich. Wenn die uns mal gegen Russen helfen, dann. Ja, nicht wann greifen Panzergrenadiere sind nicht schlecht. Panzergrenadiere sind nicht schlecht. Greifen wir den 45 an, oder? Ja, ne, 44 würde ich sagen. Frühling 44, oder? Wollen wir das so machen? Mir ist das Lachs, ich bin bereit. Ja, ich nichts zu verlieren. Ich stelle, also bei mir kommen halt noch einige Divisionen jetzt so in der an der Jahreswende, deswegen würde ich da ganz gerne drauf warten. Wenn ich mal so gucke, wird da, ja, da kommt noch ordentlich ein Schub so an Panzer und was es da alles gibt. Ich kann mir wieder mittlere Panzer ausbilden. Was? Das Republik hat sich. So. Mhm. Also ich fange ja auch ziemlich gut hier mit meinen Marinebombern, also sie sind sehr effektiv. Damit fange ich die ganze Zeit dänische Schiffe und all so ein Kram ab. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr da ein bisschen auch Marineschutz machen wollt, dann Marinebomber. Warum landen die jetzt nicht, Lutz? Erklär mir das. Weiß ich nicht. Warum hast du Schuld? Warum leckt das so hier? Jetzt geht das wieder. Das leckt das bei euch auch so krass? Ja. Mhm. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's wieder, stimmt. El Salvador hat kapituliert. So, zuerst so. Das mache ich anders. Nicaragua hat kapituliert. Das ist immer die eine Armee hier, die 14. Das wird so ein bisschen mein Stalingrad-Push. Euch mache ich mal so. Was für eine Planung. So. Schließlich so. Oh, Indien läuft eigentlich ganz gut, ne? Bitte? Ja. Indien läuft ganz gut. Sorry. Ja, Deutschland sichert sich übere Gebiete. Oder die Achse. Deutschland war schon recht. Ist ja auf jeden Fall geil, wenn wir durchbrechen können. Ja, oh ja, und breche ich durch. Oh ja. Oh ja. Da breche ich durch. Das ist mein Ding. Im Norden halt nicht so, ne? Oh ja, da ist ja schön eingekesselt. Ich liebe Kessel. Haiti hat kapituliert. Nein! Ich hab mich gerade voll erschrocken. Ja, ich auch. Ich so, oh. Die Domrep feiert jetzt richtig. Yay, endlich die vereinte Insel. Endlich sind wir genauso wie so, Kuba. Was hat er jetzt noch alles kapituliert? Nicaragua? Und was noch? Honduras? Alles plus Haiti. Ja, Honduras auch. Nee, El Salvador, du. Die haben ihre Hauptstadt verloren, San Salvador. Ja, das wird zurückerobert alles. Und was ist jetzt? Oberst vielleicht Honduras wahrscheinlich, ne? Ja. Ja. Und dann noch Mexiko oder was? Und Mexiko erstmal nicht. Erstmal nicht, weil das ist der Puffer zum Ami.
Die können wir vielleicht beeinflussen, dann können die in die Achse, weil die haben eine riesige Armee. Oh ja. Ja, bitte. Ja, komm. Lass sie alle, Mexiko beeinflussen. Dann kriegen die bestimmt so einen österreichischen König oder so. Ja, Donald Trump rastet völlig aus. Amerika wird von Mexiko eingenommen. Make Mexico oh, great Kacke. Again. Den haben wir dort eingekesselt. Wenn ja, das kommt von einer Kinderspielerei. Der Krieg ist verloren! Was? Hoffentlich. Wer ist dran schuld, Italien? Mal wieder. Wieder die Italiener! Hä, wo werden wir denn eingekesselt? Afrika, in Indien. Und weiter, direkt weiter. Ein Stopp, immer weiter. Oh oh. Oh Mann, da im Norden Italiener. Habt ihr einen Hafen unter, ja, das geht ja, Björn Hafen. Da kommt ihr easy durch. Easy. Bin ich trotzdem nicht so schön. Easy win, holt euch noch Afghanistan oder was? Nee. Nee, die beeinflusst. Dann sind wir ja direkt eingekesselt, ey. So eine breite Front kann die noch gar nicht verteidigen. Da führt dann nicht so viele Leute. Ja, wird jetzt schon schwer. Ja. Mein fokussiertes Ziel ist sowieso Türkei. Ich glaube, das könnte die Wende werden. Wenn ich mal sehe, ey, was für Bruchländer hier alles unten in Afrika vertreten sind, ne? Also wir haben alles gut gemacht und dann kommt der Russe und bumm, Spiel vorbei. Mhm. Ohne uns den Krieg, ohne dass er uns den Krieg erklärt hat, hat er uns das Spiel versaut. Ja, kann auch nicht jeder von sich sagen. Welche Länder, von denen ich noch nie was gehört habe, sind wir jetzt im Krieg? Übermächte. Alles Übermächte. Ich hab einen Panther, ich hab einen Panther. Ich forsch die Maus. Ich hab einen Panther. Ich mach mal alles. Die Watte. Dort, das sind die Wunderwaffen. Bau mal lieber die Götterdämmerung auf dem Mond. Meinst du das? Hm? Alter, 6600 Panther brauche ich. Oh oh. Oh oh, das wird ja gefährlich da. Mit Honduras, du. Jetzt hast du auch richtig deine richtigen Kriegsgegner mal da, ne? Ja. Ich leg mich immer mit dem richtigen an. Ja, deine Kriege sind immer faszinierend, so wie die eine Woche gehen oder so. Die Geschichte. Und ich kämpfte ein halbes Jahr in Skandinavien rum gegen irgendwelche Wikinger und so. Sind das jetzt eigentlich Marionetten oder sind die alle in der Achse oder was? Das gar nicht verfolgt. Wow. Das ist wohl einer von uns oder wie? Mach die Kolonien, da holst du ja auch wieder. Jetzt wachst du ja nicht gleich die Provinz wieder von Venezuela ab. Nee, irgendwie die sind auch richtig gierig, ne? Ich wollte so Costa Rica haben, geben die mir nicht. Das hätte ich auch nicht gemacht. Honduras. Oh, nicht schon wieder. Und Honduras. Mist. Du kannst ja auch gleich die britische Kolonie da holen, britisch Mexiko. Ja, da baue ich mal meine Raketenbasis rein. Das ist frech. Das ist so frech. Wo baust du die rein? Britisch Mexiko. Ja. Dieser nötige Zipfel. Das ist falsch, das heißt eigentlich britisch Honduras. Echt? Ja. Oder Belize. Das ist ein eigenes Land sogar heute. Glaube ich nicht. Jetzt erzählst du uns aber ein. Echt, nur hör mal auf hier mit. Ja, noch lass du. Warum lebt eigentlich der Brite, ne? Gute Frage. Ja. Weil Uga kein Interesse hat, auf dieser Insel zu bleiben. Weil das Landesystem in dem Spiel so klasse gemacht ist. Fragt das nicht mich, fragt das Hardrocks. Warum sind da noch keine Ungarn? Hä? Weil die Ungarn nicht daran interessiert sind, an ihrem Waffenbruder in den Rücken zu fallen. Du sollst ja nicht bei mir landen. Nee, ich meine, wenn ich tritt dann einfach aus der Achse aus, so, und spring einfach über. So kennen wir Menschen nicht. So wie sind echt halt, ne? Ja, ist doch mein Part. Ja, machen wir ja alle.
Am Ende war irgendwie Deutschland alleine nur. Ja. Auf einmal so Italien, nee, wir wissen von nix, nee. Also ich war das nicht. Oh nee. Ich hab den Stein nicht als erstes geschmissen. Haben auf jeden Fall Geheimpläne, was die Deutschen alles vorhaben. Vielleicht wird erstmal als erstes wird der Ungar aus der Achse rausgeworfen. Ja, bitte. Ich glaube, wenn gleich 44 ist, greifen wir einfach mal den Russen an. Ja, mach bitte. Das wäre fair. Das wär aber klasse. Vorher musst du noch einen Schlachtplan machen. Das wäre toll. Ich habe einen Schlachtplan. Ja, den musst du auch einzeichnen. Dann wird er automatisch ausgeführt. Weltherrschaft. Ja, okay, warte. Dann musst du den halt, dann wird er halt geplant, ne? Glaube ich nicht. Okay, gemacht. So, können sich die Leute mal was einfallen lassen. Was haben sie sich dabei gedacht? Ja. Dann kriege ich eine richtige Marine. Scheiße, Republik Guatemala hat kapituliert. Das ist jetzt ärgerlich. Eben. Politisch gesehen eine Katastrophe. Für die britische Mexiko auch einfach mal mit 17 Divisionen angreifen. Saudi-Arabien hat schon 38% Faschismus. Das ist Mexiko. Mexiko wäre viel interessanter. Das war richtig lustig. Bleibt mal bei Mexiko. Das machen wir ja schon. Boah, da sind die Demokraten aber weiter. Und Afghanistan hat 20. Vor allem der Saudi verbessert einfach seine Beziehung zu Ländern, die gar nicht mehr existieren. Lettland, Griechenland, Türkei. Die gibt's ja noch. Ja, die kriegen nur aus einer Insel. Ja, die Regierung hat im Exil. Ja, der Mexikaner hat auch schon 5% faschistisch. Natürlich eine Top-Sache, wenn der überläuft, ne? Oh, der ist abgerückt mit seinen ganzen Einheiten in Indien. Wie viele Schiffe hat denn der Däne, ey? Versenkt seit dem letzten Part da durchgehen irgendwelche Schiffe. Ja, der hat ja oben, wenn die ja noch produziert, ne? In so viele? Grönland und Island, jo. Sind nur Werften da oben. Wieder 5 U-Boote verloren, ey. Gegen einen britischen Zerstörer oder sowas. Alter, ey. Marschier jetzt direkt nach Delhi. Wenn ich wüsste, wie man in scheiß England landen kann, ne? Wäre das schon alles deutsch. Hoffentlich. Frech, hast du Salvador erobert oder gehört? Nee, das gehört alles Salvador. Ja. Hast du das alles den anderen gegeben? Ja, ich mach das gerade so ein bisschen aufteilen, weil ich mach gerade El Salvador halt so ein bisschen größer, ne? Jetzt haben die gierigen Venezuelaner auch mal was rausgerückt wieder. Na, sehe ich gerade. Das gebe ich jetzt auch El Salvador. Willst du den da unten da auch noch geben, da Costa Rica und Panama oder was? Ja, das, das rückt der Venezuelan ja aber nicht aus. Hundekind. Ja. Auf einmal habe ich von Anfang an gesagt, man hätte den nicht aufnehmen sollen, die Achse. Doch, du wolltest das doch. Du meinst so hoch. Also, ja. Ich kann ihn raushauen, das ist kein Problem. Ich habe auch gehört, dass das. Nein, es passt nur wollte. Nee, Oka wollte das doch nur, ne? Das nein, stimmt. Passt schon alles. Ich hab auch gehört, dass Oka das. So. Ist. Jetzt gehört mir Costa Rica. Nein, guck mal nach Costa Rica. Jetzt reicht's. So. Geht jetzt der Part schon? Zu lange.
So, auf jeden Fall werde ich das jetzt, da werde ich jetzt eine übelste Weltmacht aufbauen nach Costa Rica. Das wird mein Fluchtort. Odessa. Ja. El Salvador, Region abtreten. Schweiz. Und wenn ich da mal so einen kleinen raushau. Guck mal, ist überhaupt kein Problem, weißt du? Wenn du Big Daddy daran lässt. Das stimmt. Ja, Wobei guck. gibt Panama mal mir. Oder Pan ne, was? gibt es auch El Salvador. Was schon. Ist doch hier ein bisschen unsere Beziehung verbessern. Okay, Venezuela hasst mir hier jetzt, egal. Ach, Venezuela schickt mir erstmal vier Hilfsdivisionen jetzt dafür. Danke. Mein Schleim. El Salvador. Also hier gibt es jetzt Länder, ey. Von denen wusste ich am Anfang gar nicht, dass es die gibt. Oder dass sie da sind. Salvador soll mal lieber seine bisschen Partei mal höher machen in seinem Land. Gut, aber wir müssen auch den Part beenden. Ich weiß gar nicht, wie lang der ist, aber zu lang. Gut. Ja, in diesem Part haben wir Ostfront hochgerüstet. Wir haben jetzt viel modernere Einheiten auch dazu bekommen. Unter anderem Panzergrenadiere, neue Panzerverbände, neue Arten davon. etc. Paar neue Schiffe haben wir auf den Markt gekriegt. Was noch so? Wir haben noch. Upsala. Wir haben Finnland erobert, habe ich das schon gesagt? Ja, haben wir. Hier ein bisschen Kriegspläne gemacht für die Ostfront. Und ja, halt das Ding eben in Südamerika mit den Ländereien dort. Wir können noch mal gucken, wegen Kuba, ob wir Kuba den Krieg erklären. Ja, Oder wollen wir weil nicht Kuba lieber wäre statt. einladen? Ja, der hat aber. Das Problem ist, der hat 98 Ja, demokratisch. gut, dann einmarschieren. Dass Domrep sich holt oder so. Und die ganzen Inseln muss sich am besten Lotz ja auch noch holen, die da sind, die in der Ja, Karibik. das Ding ist, in Britisch-Mexiko ist kein Bauplatz. Deswegen muss ich mir so eine Insel holen, wo Bauplätze sind für Raketenbasen. Ja, holt ihr doch San Domingo hier, Jamaika, da meine ich. Jamaika. Da 6 freigeschaltete Bauplätze sind da. Ist doch perfekt. Ja, gut, das war's dann soweit von mir. Ich sag Ciao und übergebe das Schlusswort den anderen. Ja, meine Marine hat einiges versenkt, was Konvois der Amerikaner angeht. Ich habe in Äthiopien Landungen von Philippinen, Amerikanern, Australiern und Engländern zurückschlagen können. Ja, dafür geht es jetzt in Belgisch-Afrika halt weiter. Auch erfolgreich. Und die ungarischen Truppen sind auch schon in Delhi einmarschiert. Also, das lübt. Ja. Das war's von Ungarn. Ja, Argentinien hat sich ein bisschen ausgebreitet, also Südamerika ist jetzt erstmal gesichert. Jetzt hole ich mir noch diese ganzen kleinen Inseln da, baue dann da eine Raketenbasis, beschieße Amerika. Ja, dann müssen wir hoffen, dass der Mexikaner mir beitritt oder der Achse beitritt. Dann können wir da über Land vorrücken nach Amerika rein. Auch Kanada, das wird ein richtig heftiges Gemetzel da. Ja, ich habe gerade extra schon neue Leute eingezogen in die argentinische Wehrmacht. Wie viel Mannesstärke hast du? Ich habe jetzt wieder 444.000, weil vorher hatte ich nur 100.000 und das war ein bisschen wenig. Denon? Ja, ich muss mal irgendwie Stahl besorgen. Ich habe nämlich, ich brauche Stahl. Kannst von mir reinhandeln. Ja, versuche ich ja die ganze Zeit, aber irgendwie meckert er da. Dann gucke ich gleich nochmal. Ja, sonst läuft's eigentlich ziemlich gut. Hab jetzt verbesserte Waffen auf Stufe 3, auch Panzer so geforscht und soweit. Eigentlich alles soweit verbesserte Truppen. Ja, wir sind in Indien ziemlich weit durchgekommen. Hard Rocks hat die erste Hauptstadt eingenommen. Jetzt laufe ich zur zweiten runter, aber das tut er auch gerade sich. Ja. Du bist gar nicht mehr mitgekommen. Nee. So, ja. Dann versuche ich den Afghan, also in Afghanistan und Saudi-Arabien so ein bisschen zur Achse zu leiten. Das wäre perfekt für uns eigentlich, wenn der mitkämpft. Ja, sonst ist jetzt hier nicht so viel passiert in dem Part. Sehr gut, meine Schiffe sind überall und ist genau das gleiche wie Hard Rocks. Ich level die so ein bisschen. Ja, und gucken mir gleich den ganzen Spaß an, wenn wir gegen Russen kämpfen. Ja, bald geht's gegen Russen, ne? Richtung Osten. Deswegen wird spannend.
Ja. Dann ja, schau, ja. Ne? Auf Wiedersehen.